Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal hier bei einer weiteren Folge von Da guckst du Elm Creek, Landwirtschaft Simulator 22. Happy New Year euch allen. Ich nehme die Folge ja am 1. Januar auf, so dass sie am 2. rauskommt. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, ohne große Alkoholvergiftung oder sonstiges. Ja, als erstes werden wir wieder ein, zwei Tage vorspulen, damit wir auch mal ein bisschen weiterkommen in der Story, beziehungsweise in unserer Karriere. Ja, richtig viel nehmen wir zwar nicht ein an Geld, aber es ist okay. So, des Weiteren wollte ich nochmal einen Test machen. Jetzt müsste ich nur mal gucken, wo der LKW ist. Ich wollte mit den Tinsel-Trailer halt nochmal Richtung Hofsilo fahren. Und schauen, ob er das Silo ohne Probleme anfangen kann oder ob es da auch Probleme gibt bezüglich Festhängen. Und auch dann mit den Abladen. Dann schauen wir wieder zu die Tiere. Da müssen wir ja noch eine Kleinigkeit machen, damit der das können wir eigentlich mit dem Autotrap gleich machen. Wenn er denn die richtige Linie findet. Die habe ich nämlich vergessen nur anzubinden, die Ausfahrlinie. So, erstmal scheint 2 zu sein. GS Fill Unit. Eins. Read. Genau, sind 2 Fill Units bei denen. Das ist ja der kurze von den beiden, das ist der 42 Fuß Trailer. Trotzdem müsste es funktionieren. Hofsilo starten. Eigentlich sollte er relativ gut um die Kurve rumkommen. Aber lassen wir uns überraschen. Wenn ich sehe, dass es hier um der Kurve schon eng wird. Gut, ich glaube, der Double B-Trailer, der wurde, hat er da festgehangen. Auch mal schauen, ich glaube, ein Update ist rausgekommen für Autodrive. Ich glaube sogar für Curseplay auch. Im Moment gibt es zwischen Curseplay und Autodrive noch so ein bisschen Spannungen. Nicht im Entwicklerteam, sondern im Programm. Dass so manches nicht funktioniert. Aber ich bin guter Hoffnung. So gesehen ist ja der Landwirtschaftssimulator erst seit gut
zwei Monaten draußen. 2 Monate, glaube ich. Und dafür, was jetzt schon alles wieder auf dem Markt ist, muss man ehrlich zugeben, Bombenleistung. So schnell. Es ist einfach nur genial. Ja, sagt mal, wie ihr euer Silvesterabend erlebt habt. Ich persönlich war ja mit meiner Frau und meiner zweijährigen Tochter zu Hause. Mit so einem kleines Kind schon Silvesterparty machen, irgendwo hinfahren, ist immer ein bisschen schwierig. Fast so schwierig wie hier um die Ecke zu kommen für den Autodrive-Fahrer. Wir hatten uns Freunde eingeladen und haben entspannt zu Hause gefeiert. Und meine große Tochter war ja bei ihrer Mama. Ja, das war mein Silvester im Prinzip. Könnte schon knapp werden, muss ich ehrlich zugeben. Na, da will er nicht vorbeifahren aufgrund dessen, dass ich mit dem Trailer ein Stück zurückgerutscht bin. So, und jetzt wird's spannend. Kriegt er es hin? Oder nicht? Noch sieht alles gut aus. Eigentlich sollte er es hinkriegen. Aber er bleibt hängen. Und er lädt ab. Den ersten hat er abgeladen. Dadurch wird er natürlich auch leichter und... Ah, gut, okay. Deswegen bleibt er nicht hängen. Stimmt, der Trailer hatte ja keine Kollision an der Wende. Aber dafür eine Reifen. Aber er schafft es. Sehr schön. Ja, also wissen wir da, es funktioniert. Gerade speziell später, wenn dann alles abgefahren werden muss, können wir den Trailer nutzen. Oder halt den Peterbilt. Dann packen wir den mal wieder ein und schauen noch mal zu die Kühe.
hier der Parkplatz. Na. Was ist jetzt los? Die Rückfahrlinie ist hier weg. Eigentlich war hier eine Rückfahrlinie zum Einparken. Die ist verschwunden. Gut. Müssen wir sagen, mal neu machen in halb so wild. So. Dann läuft unser schnell rennender Bauer, der anscheinend ein bisschen was getrunken hat. Und den Traktor vergessen hat. Mal schnell zum Traktor. Und füttert einmal ganz geschwind die Kühe. Futter brauchen sie ja definitiv. Da könnten wir eigentlich mal was im Autodrive sagen. Wir hatten ja den Trigger. Kuhweide 1 Versorgung. Mal schauen. Ob es funktioniert. Na gut, funktioniert nicht, aber er kann auf jeden Fall uns die Fahrzeuge später hier hinfahren. Dass es gleich wieder aufgefüllt wird, ist nochmal, weil noch ein Ballen drin liegt, den wir jetzt allerdings nicht sehen können. Aber so ist schon mal die richtige Mischung dann nachher drin. So, ich versuche mal den Ballen zu finden. Bitte nicht nachmachen. Lebensgefährlich. Und das scheint jetzt auch weg zu sein. Ist ja klar. Doch, hier liegt er doch. Einmal raus mit ihm. 300 Liter hat er noch. Den legen wir mal hier vorne so quer hin, dass ich das weiß. Weil wir brauchen ja im Prinzip nur noch Mineraldünger reinmachen und dann haben wir schon die richtige Mischfunktion. Oder Mischration, Entschuldigung. Ja. Der kommt ja dann hier rein. Dann können wir nämlich im Prinzip den hier auch schon starten. Eigentlich müsste hier hinfüllen. Da kommt die Milch raus. Genau, und hier wird ja das Futter und das Wasser abgeladen. Apropos Wasser. Bei unseren Tomaten müsste noch alles gut sein und Gewächshäusern.
So langsam kriegen wir auch Arbeit. So dass wir was machen müssen. So gesehen ist ja das Feld. Sind die Felder jetzt mittlerweile in der zweiten, dritten Wachstumsstufe? Ja. Wobei das Feld 51 interessant aussieht. Ich will mal gerade schauen, was da drauf ist. Weil das halt auch schon weiter ist. Gerste. Ja, könnten wir auch. Ist nicht gedüngt, aber könnten wir uns auch besorgen. Mal gucken, was es kostet. 91.000. Dann hätten wir schon schön unser Feld erweitert. Ja, kommt. Was kostet die Welt? Düngerspritze haben wir noch nicht. Oder? Klar haben wir eine Düngerspritze. Nur noch nicht aufgefüllt. Der kann aber kein Gülle transportieren, möchte ich sagen. War Gülle in einen von den beiden hier drinnen. Saatgut und Mineralfutter. Irgendwo hatte ich Gülle in irgendeinen Tank gesehen. Nicht Gülle. Dünger. Da wir ja mit den Flüssigdünger aufbringen müssen. Ah, hier. Klappen senken. Füllen starten. Und hier starten wir auch das Befüllen. Ja. So. Und dann fahren wir gleich mit denen zum Hof, zum Feld. Lassen wir, können wir auch Autodrive machen lassen. Feld 51 starten. Dauert viel zu lange. Machen wir mal schnell selber eine Abkürzung fahren. Das Thema, wir fahren eine Abkürzung.
So. Manchmal muss man ein bisschen tricksen. Manchmal ist es einfach so. Jo, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Start ins Jahr 2022. Nochmal von meiner Seite aus, Prosit Neujahr, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, frohes neues Jahr. Prospero Anno e Felicidad. Und sage, falls euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da und die Glocke nicht vergessen. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht und was auch immer. Bis dahin, ich bin raus. Euer Da guckst du.